Rüdi wird unser erstes Interview. Allerdings muss ich gestehen, ich kenne dich schon relativ lange, weil ich oft genug vor dir gewarnt wurde. Jetzt, ich erkläre dir warum. Ich war eine ganze Zeit lang mit Nils Frommold immer bei den Rennen unterwegs und habe ihn da so begleitet und stand an der Strecke für ihn, habe ihm die Zeiten zugerufen. Und der hat mir eingebläut, bei jedem Rennen, wo ihr beide am Start wart, ich möchte immer wissen, wo Rüdi ist. Ganz egal, wo ich liege, ob der vor mir, hinter mir ist. Ich will immer wissen, wo der ist. Und wenn ich an der Spitze bin, auch bei Kilometer 20,5 will ich wissen, wo der ist, weil mit dem ist immer noch zu rechnen. Und das stimmt eigentlich. Wenn ich mir jetzt so aus einer anderen Perspektive die Rennen angucke, wo du startest, man bekommt vor dem Rennen und während dem Rennen immer relativ wenig von dir mit. Also du hast offensichtlich ein ganz gutes Gespür dafür, dich so im Rennen zu bewegen. Aber du bist auch immer dann noch vorne mit dabei und irgendwie landest du auf dem Podium, gewinnst die Rennen auch. Und ist das deine Taktik? Ist das deine Art und Weise, Rennen zu bestreiten ganz einfach? Oder ist auch so deine Persönlichkeit eher so ein bisschen, ich nehme mich mal zurück, ich mach mal und schlag dann zu, wenn es soweit ist? Ja, ist eine gute Frage. Hat definitiv was dran. Ich nehme es mal als Kompliment, wenn er immer den Vorsprung auf mich wissen wollte bis am Ende. Ja, was soll ich sagen? Ich denke, es ist wichtig, dass man situativ die Taktik anpassen kann. Und man muss seine Stärken kennen, auch seine Schwächen kennen. Man muss sich realistisch einschätzen können. Und man muss auch ein bisschen davon wegkommen, okay, bist ein cooler Kerl, machst was für den Wettkampf, versus am Schluss zählt nur das Resultat. Und es gibt Athleten, die haben halt lieber, wenn sie sagen können, sie waren mal an der Spitze oder haben eine Attacke gerissen auf dem Rad. Das hört sich auch immer gut an. Aber letztlich zählt halt nur das Resultat. Und ja, man muss auch wirklich sich selber einschätzen können. Wenn man natürlich jetzt die Stärke beispielsweise beim Laufen hat, dann macht es wenig Sinn, wenn man versucht, den Wettkampf beim Radfahren den Stempel aufzudrücken. Da muss man sich auf seine Stärken halt konzentrieren. Aber es gibt auch Wettkämpfe, wo man vielleicht gegen andere Konkurrenten unterwegs ist, wo man weiß, okay, läuferisch hat man da vielleicht die schlechteren Karten, dann mal aufs Rad, auf die Radperformance setzen. Das habe ich auch schon gemacht. Ich glaube, man muss wirklich variieren können und ich versuche mich auch entsprechend auf den Wettkampf vorzubereiten. Wie wird sich das wahrscheinlich abspielen? Was sind die Konkurrenten? Und entsprechend versuche ich mich auch so zu verhalten, dass ich die bestmöglichen Chancen habe. Jetzt hast du eigentlich zwei Sachen angesprochen. Einmal so, man muss seine Stärken kennen. Da würde mich interessieren, wenn du deine Stärken erkennst, was sind die? Und die zweite Frage, man muss auch die Konkurrenten kennen, um die Taktik anzupassen. Das heißt ja, du musst dich extrem damit auseinandersetzen, wer ist am Start, was können die, kann ich den fahren lassen oder muss ich dranbleiben? Wie sehr beschäftigst du dich mit den Konkurrenten tatsächlich? Also erste Frage, was sind deine Stärken? Ja. Ich denke, meine Stärke ist, dass ich mich sehr gut einschätzen kann und ich kann gut meine Pace durchlaufen. Also ich glaube, ich mag mich jetzt kaum erinnern, dass ich in einem Wettkampf so Plätze verloren habe, sondern ich laufe eigentlich meistens meine Pace durch beim Laufen und das ist mir eigentlich egal am Anfang, wenn die anderen schneller anlaufen. Eigentlich im Gegenteil, sage ich, das sollte ich zwar nicht öffentlich sagen, aber ich freue mich eigentlich, wenn sie zu schnell anlaufen, weil ich weiß, dann können sie nicht ihre optimale Performance abrufen. Weil wenn ich ein regelmäßiges Tempo laufe, am Schluss wirklich völlig kaputt bin im Ziel, dann weiß ich, ich habe das Beste aus meinen Möglichkeiten rausgeholt. Ja. Aber ich habe dann auch früher ein paar Mal den Fehler gemacht, dass ich eigentlich zu aggressiv losgelaufen bin, mich verleiten habe lassen durch die Konkurrenten und nachher eher ein bisschen langsamer geworden bin oder eingebrochen bin zu Anfangszeiten. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn jemand stärker ist, dann kann ich ihn nur schlagen, wenn ich ein bisschen eine schlauere Wettkampftaktik mache. Und sonst, wenn ich alles optimal umsetze und er stärker ist als ich, dann war er einfach stärker. Dann muss ich das akzeptieren und gratuliere ihm auch gerne. Vermutlich ist genau das der Grund, warum Nils immer wissen wollte, wo du bist, weil er meinte, mit dem ist so lange zu rechnen, weil er so stabil seine Rennen macht. Die zweite Frage auf die Konkurrenz bezogen, wie muss man sich das vorstellen? Setzt du dich dann hin und studierst die richtig, guckst, wer ist in der Startliste und forscht so ein bisschen nach oder wie bereitest du dich dann auf die Konkurrenz vor, um die halt zu kennen? Oder ist es die Erfahrung einfach? Ich denke, mittlerweile ist der größte Teil ist Erfahrung. Man kennt die Leute eigentlich mit den Stärken und den Schwächen. Man kennt sich selber sehr gut und jetzt gerade in einem Wettkampf wie hier, das ist jetzt sehr, sehr schwierig, sich da verschiedene Szenarien auszumalen, auf Athleten bezogen, weil es gibt einfach zu viele, also zu viele Variablen. Es gibt dann auch andere Wettkämpfe, wo die Dichte vielleicht ein bisschen geringer ist. Dann weiß man genau, man muss sich auf diesen und jenen konzentrieren als Hauptkonkurrenten. Dann kann man die Taktik spezifischer ausrichten. Aber ich glaube, hier mit dieser dichten Athleten, da geht es einfach darum, dass man irgendwie im Wettkampf bleibt, so lange wie möglich und dann versucht eigentlich so ein bisschen auf dem Niveau zu fahren, dass man es gerade bis ins Ziel bringt, ohne eigentlich zu überzocken. Und das ist manchmal schwieriger, also es hört sich einfacher an, als es letztlich ist, weil im Wettkampf mit all den Emotionen und dieser Wettkampftaktik und so, dann muss man wirklich sich
also diese Emotionen ein bisschen kontrollieren können, auch sage ich jetzt mal, sich nicht zu fest zu etwas hinreißen lassen im Moment, sondern da muss man sich ein bisschen auf sein Gefühl verlassen, auch mal die Konkurrenten vielleicht ziehen lassen zum richtigen Zeitpunkt und dafür nachher, also eigentlich man investiert dann in den letzten Teil vom Wettkampf und dann hoffen, dass man doch durchziehen kann. Und wie gesagt vorher, wenn die dann vor einem sind und stärker sind, dann waren sie einfach stärker, da hat man nichts ändern können. Aber wenn man sich selber abgeschossen hat, weil man mitgefahren ist, weil man sich verleiten hat lassen, dann mache ich mir eher Vorwürfe nach dem Wettkampf. Ja, du hast gerade gesagt, es gibt Rennen, da ist die Dichte nicht so hoch. Challenge Cancun ist vielleicht so ein Rennen, wo du Zweiter hinter Javier Gomez warst. Hier ist es ganz anders. Hier ist ja die Startliste super stark und super ausgeglichen. Wo siehst du dich jetzt hier in dem Rennen selber? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich lieber die Wettkämpfe mit der hohen Wettkampfdichte. Aus dem Grund, weil wenn du schnell mal alleine unterwegs bist, dann hast du nicht viele taktische Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Und jetzt mit meiner Stärke, würde ich jetzt mal sagen, vom Laufen her, je höher die Dichte ist, umso enger sind die Leute in der Regel zusammen auf dem Rad. Und das heißt eigentlich, also man sieht es fast in allen Wettkämpfen, letztes Wochenende auch in Tulsa, wenn eine hohe Wettkampfdichte ist, dann gibt es viel weniger, dass die einzelnen Leute einfach wegfahren. Sondern ist in der Regel das Feld eher kompakter und es wird eher auf eine Laufentscheidung hinauslaufen. Hingegen, wenn die Dichte nicht so hoch ist, dann verteilt es die Leute viel mehr und sind alle auf sich alleine gestellt. Und ich meine, wenn du 20, 30 Profiathleten hast in einem ähnlichen Niveau, die alle innerhalb von 2 Minuten auf dem Rad sind, da hast du bei 10, 12 Metern hast du, spürst du den Draft, das ist definitiv einen Effekt, wie du das auch im Schwimmen spürst, wenn du hinter jemandem her schwimmst natürlich. Und B, hast du auch immer mental jemanden um dich herum, wo du pushen kannst, wo du dich orientieren kannst. Und wenn du alleine auf weiter Flur unterwegs bist, ist das ganz etwas anderes. Und ich habe eigentlich von der Kurzdistanz her kommend, bin ich mir das gewohnt, eigentlich Leute um mich herum zu haben. Und es ist für mich irgendwie einfacher, anstelle einfach irgendwie stundenlang alleine durch die Lava-Wüste zu fahren und da alleine mein Powermeter als Referenz zu nehmen. Ja, also von dem her, eigentlich habe ich das gerne. Die Frage ist, wie gut bin ich jetzt in Form? Das ist ein bisschen die andere Frage. Das war jetzt die diplomatische Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe. Wo siehst du dich hier im Rennen? Wenn man das ein bisschen konkretisiert, wo siehst du dich im Rennen nachher? Wo ordnest du dich ein? Also wie fit bist du? Ist es... Bist du so, dass du sagst, ja, ich laufe am letzten 2 Kilometern aufs Podium? Oder wo siehst du dich jetzt in dem Feld, was halt so super stark in der Breite ist? Ich traue mir vieles zu, also sowohl positiv als auch negativ, sage ich jetzt mal. Es ist relativ schwierig einzuschätzen, aber ich denke, meine Form ist ansprechend. Also jetzt die letzten Trainingsresultate haben mich wirklich positiv gestimmt. Auch jetzt vor 2, 3 Wochen in Riccione war ich eigentlich auch dabei bei den Leuten, bevor ich ein bisschen technische Defekte hatte. Die Woche davor in Mexiko ist mir eigentlich auch sehr gut gelaufen. Eigentlich irgendwie 18 Kilometer lang, gleich schnell wie Javi. Also ja, wenn man nicht in Form ist, macht man das auch nicht. Ja. Von dem her, ja, ich freue mich sehr auf morgen. Ich würde sagen, das Ziel wäre sicherlich Podium. Das ist sicherlich auch realistisch, aber logischerweise sind auch 10 andere Leute, die das Ziel auch haben. Von dem her kann es auch sein, dass ich zufrieden bin, wenn ich halt nicht auf dem Podium bin. Aber Podium traue ich mir definitiv zu. Wir sind gespannt. Ich bin froh, dass wir doch noch eine konkrete Aussage rausgekriegt haben, was das Ziel angeht. Dankeschön. Wir gucken, ob es auf dem Podium landet oder ob eine Leistung rauskommt, mit der du dann trotzdem zufrieden bist, auch wenn es nicht Top 3 sind. Aber dann können wir im Ziel einfach mal nochmal nachfragen, ob du zufrieden mit dem Rennen bist. Danke erstmal. Sehr gut. Danke euch.